Ey ho, es ist wieder mal Rockzeit. Rock and Roll. Jawohl. Was machen wir heute? Wir machen einen Chicken Gemüserock. Jawohl. Und das Ganze könnt ihr mal ruhig sein kratzen. Ist ja unglaublich. Und das Ganze fast nicht asiatisch. Das Einzige, was wir an asiatischen Zutaten nehmen, ist ein bisschen Teriyaki-Soße, ein bisschen Sojasauce und ein klein bisschen Mirin. Ja, das ist alles. Und ansonsten nehmen wir normale Gewürze. So sage ich das jetzt einmal. Da drüben komme ich von der Arbeit heim. Tja, was soll ich sagen? Da war jemand im Garten, im Gewächshaus beim Ernten. Das zeige ich euch noch schnell. Und dann richte ich auch schon alles her, was wir für unseren Wok brauchen. Attacke. Tja, Haufen Tomaten und Zucchinis. Wobei wir wahrscheinlich, ne, wir nehmen bloß die gelbe Zucchini hier. Ein paar von den Tomaten. Da brauchen wir kein extra Tomatenmark-Dings. Hau mich tot. Ja, genau. So machen wir das. Ich überlege immer noch, wie ich das ganz genau mache. Aber ja, das kommt jetzt im Laufe des Videos. Ich richte hier jetzt alles her und dann sehen wir uns gleich wieder. Da wären wir auch schon. Eigentlich so mit ziemlich allem, was wir höchstwahrscheinlich benötigen. Eventuell nachher noch ein bisschen Brühe. Die setze ich aber dann noch an. Und was haben wir? 600 Gramm Hähnchenfilet, Frühlingszwiebeln, ein paar Zuckerschoten, zwei Möhren. Wie viel ich jetzt davon brauche, schauen wir nachher. Ich habe hier ein paar Schüsseln zurechtgestellt. Da werde ich mal alles separat reinschnippeln. Ein paar Tomaten, das Paprikamark. Mild habe ich auf alle Fälle mit dazu genommen. Ein paar so Woknudeln, die werden dann nachher nur noch im Wok mit reingeschmissen und fertig. Eben die Zucchini, so ein Solo-Knoblauch. Eisgewürz, das Putt-Putt vom Klaus. Ja, dann eben Mirin, Sojasauce und Teriyaki-Soße. Und viel frische Petersilie. Gut, ich schneide jetzt das Fleisch klein. Und wenn es klein geschnitten ist, in der Schüssel, das kommt hier rein. Dann sehen wir uns auch gleich wieder, ja, wenn ich den Flüssiganteil dazu tue. So, das Hähnchenfleisch ist klein geschnitten. So in schöne Streifen. Ja, und jetzt kommt erst einmal ein Löffelchen Zucker darüber. So. Jetzt muss ich erst einmal das Zeug hier alles aufkriegen. So ein bisschen Teriyaki-Soße. Dazu ein bisschen von der Sojasauce, das reicht schon. Ja, komm. Und ein schöner Schwups von dem Mirin. Das dauert wieder, bis das aus der Flasche rauskommt. So. Und dann kneten wir das Ganze mal ordentlich durch. Und wenn das Fleisch nachher im Wok angebrutzelt wurde und wieder in eine Schüssel reinkommt, dann kommt ein bisschen was von den Putt-Putt drüber. So, das reicht. Mit dem Handschuh auch. Und das stelle ich jetzt erst in die Kühlung. Danach schnipple ich das andere weiter. Von dem Möhrchen ziehe ich eben mit dem hier solche dünnen Streifen ab. Und den Rest schnipple ich, ja, relativ klein. Zumindest die Tomaten. Weil die sollen wirklich, ja, verschmurgeln. Gut, ab in die Kühlung. Weiter geht's. Tja, Leute, das Ganze hier war tatsächlich nicht mal eine Möhre. Guck, hätte jetzt fast gesagt, eine, nicht ganz eine Möhre. Das reicht vollkommen. Von den Zuckerschoten schneide ich dieses Mal nur Spitze und Ende ab und nehme die so komplett. Das letzte Mal, wo ich die verwendet habe, habe ich sie ja halbiert. Will ich dieses Mal nicht. Tja, und dann schneide ich noch die Frühlingszwiebeln hier auch noch in kleine, zack, zack, zack,
Ringchen und dann kommen die da auch mit rein. Und danach gibt es ja vielleicht noch die halbe Zucchini. Die tue ich aber wieder in einen extra Bottich. Aber wenn ich alles fertig habe, seht ihr das natürlich nochmal, bevor wir rausgehen. So Freunde, außer dem Hähnchen, was in der Kühlung ist, nehmen wir das hier alles mit raus. Das ist einmal hier die Zucchini, dann Möhrchen, Frühlingszwiebel, Knoblauch und da kommen sie raus, die Erbsenschoten, Zuckerschoten, dann natürlich die Woknudeln, das Paprikamark, das Putput, die Petersilie und die Tomaten und noch ein kleiner Spuz klarer Brühe. Tja, dann kann ich schon sagen, geh mal aus, wir sehen uns draußen. Halt, Moment, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Ich habe euch ja angekündigt, ich möchte einen zusätzlichen Kanal machen. Der Kanal steht, heißt Fantastic Ice Cream Rolls. Okay, habe ich mal einen geilen Namen ausgedacht, oder? Naja, einen anderen ein bisschen abgewandelt. Kann man sehen, wie man will. Der Kanal steht, kann ab sofort gefunden und abonniert werden. Ich würde mich auch auf den Zusatzkanal über Abos freuen, ist ja ganz klar. Freundliche Kommentare, Daumen nach oben etc. pp. Ja, und irgendwelche Hater habe ich da auch schon wieder drauf, aber egal. Gut, jetzt aber raus mit dem Zeug hier. Mensch, sonst wird es heute nichts mehr. Attacke. Jo, hier ein bisschen Feuerchen drin gemacht. Den Anzündkamin angefeuert, auch schön voll gemacht. Und hier steht dann alles bereit. Mittlerweile auch mit der Brühe. Woköl habe ich auch noch mit raus. Und das wird jetzt alles separat angeschmort, angebrutzelt, bis es soweit fast gut ist. Dann kommt es komplett in die Schüssel rein. Und tja, ihr werdet es gleich sehen. Leute, ich breche zusammen. Fast wegen Überfüllung geschlossen. Naja, war vielleicht doch ein bisschen viel, aber macht nichts. Der Wok hält so halbwegs da oben drauf. Das brennt schon runter. Und jetzt fangen wir gleich mit dem Fleisch an. Jetzt muss alles wieder mal etwas schneller gehen. Ich hoffe, dass es schon heiß genug ist. Ja. So, wird dann das Braten auch zweimal an. Leute, ich sehe es kommen. Wenn ich fertig bin, zündet der erstmal so richtig durch. Jo. Jetzt scheint er richtig doch zu zünden. Ich habe gleich noch ein bisschen Öl rein. Dann hauen wir gleich das komplette restliche Fleisch mit der Brühe da rein. Jo, dann brutze ich das Fleisch und wir hauen hier uns jetzt einfach ein bisschen Putt-Putt mit rein. Wenn es nachher zu wenig ist, können wir ja immer noch ein bisschen was nachwürzen. Aber so lasse ich es jetzt mal gut sein. Und ja, hier drüben brodelt es ordentlich jetzt. Tja, ich glaube, ich mache immer noch den Fehler, dass ich hier immer mit zu viel Flüssigkeit mit rein tue. Definitiv, jetzt habe ich nämlich ein bisschen was abgegossen. Und jetzt geht es mal richtig ab wieder. Aber ich glaube, das Ding war jetzt auch schon bald 2 Jahre nicht mehr in Einsatz. Oder auch 3. Tja, reicht. Und ja, runter. Ein Tröpfchen Woköl brauchen wir jetzt trotzdem. Weil sonst kokelt uns gleich das Paprikamark an. Und da tun wir jetzt die Tomaten mit dazu.
tun wir jetzt ein bisschen anschmuggeln. Ein bisschen verschmuggeln. Und hier kriegt man jetzt sozusagen unsere Tomatensoße raus. Quasi. So, reicht. Ein bisschen Wokgöl. Dann kann man schon das erste Gemüse mit reinschmeißen. Dann tue ich das Gemüse raus und hole ja, die Zucchini. Ganz schnell. Bisschen Woköl wieder rein. Jetzt noch die Zucchini und dann geht's schon ins große Finale. Tja, ab in die Schüssel. Ich glaube, da ist die Wokschaufel zum Umrühren eher ungeeignet hier drin. So, ein guter Petromax-Löffel. Das tun wir jetzt alles schön verrühren. Weil ich ja nicht alles komplett auf einmal jetzt im Wok reinschmeiße, sondern immer portionsweise. Da haben wir die Petersilie hier auch noch mit rein. Dann gehen wir nochmal zum Wok und hauen uns portionsweise das Essen im Wok rein. So. Wenn du ohne Nudeln machst, dann kriegst du ohne Nudeln. Dann ist das natürlich auch schneller fertig. Gleich 2 Sekunden noch. Tja, dann kriegt Schatz die erste Portion ohne Nudeln. Und das Schöne ist jetzt nämlich an dieser großen Schüssel, die kann ich dann in den Kühlschrank stellen, wenn wir es nicht aufessen, und kann das morgen dann im Küchenwok machen, fertig. So, ich bin jetzt gespannt, ob meine Nudeln auch durch sind oder nicht. So Freunde, da schauen wir mal, ob das eine gute Idee mit dem Nudeln war, aber ich habe das Gefühl, man kann die Nudeln essen. Etwas würziger. Ich vermute, Schatz sagt schon wieder überwürzt. Die hatte gerade die Gewürzpackung angeschaut.
Ich sag, das ist gut. Das Gemüse ist noch knackig. Also mir persönlich schmeckt. Schatz, was sagst du? Sag nix. Wieso sagst du nix? Weil mir das viel zu viel gewürzt ist. Schatz, das ist schon wieder überwürzt. Aber ihr habt es doch selber gesehen. So viel von dem Gewürz habe ich dieses Mal wirklich nicht. Nein. Also meines Erachtens nach ist es perfekt. Ja. Man merkt natürlich die Teriyaki und die Sojasauce raus. Naja. Leute, ich find's lecker so. Meine persönliche Nachmachempfehlung habt ihr. Von Schatzi anscheinend nicht so. Die Schmecker sind verschieden, haben wir ja schon öfters gehabt. Ich esse jetzt, würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Abo auf diesen und den anderen Kanal würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Ich habe schon eine Idee. Tschaikowski. Ja, ich bin's nochmal. Also, ich habe mir jetzt noch zwei weitere Meinungen eingeholt. Und die sind derselben Meinung wie ich, überwürzt ist es nicht. Aber vielleicht ein bisschen zu viel Sojasauce. Tja, dann muss ich mit der vorsichtiger umgehen. Naja, jetzt aber Tschaikowski.